Und wieder geht beim Bad Göckinger Adventskalender ein Türl auf. Diesmal am 8. Dezember, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Bei Jeremia ist schon zu lesen: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Maria ist schon vor ihrer Geburt von Gott dazu auserwählt, den Retter und Erlöser Jesus Christus zu gebären. Ihr bedingungsloses Ja zum Auftrag Gottes konnte sie, so glaubt die Kirche, nur sprechen, weil Gott sie von Anfang an vor jener Schuld bewahrt hat, in die sonst alle Menschen hineingeboren sind. Ohne Erbschuld wurde sie darum von ihrer Mutter Anna empfangen. Indem die Kirche dies bekennt, bekennt sie ihre Ehrfurcht vor Jesus Christus. Wenn ich von Sünde spreche, nehme ich allein die Jungfrau Maria aus, die ich aus Ehrfurcht vor dem Herrn nicht erwähnen mag, wenn ich von Sünde spreche, sagt der heilige Augustinus, einer der größten Kirchenlehrer. Maria wird so zum Vorbild für die ganze Kirche.
Ave Maria junger Menschen von Christa Peikert Flaßspüler. Ich stelle mir vor, Maria, dass du jung warst, lebendig und voller Fragen, dass beim Wasserholen dein schwarzes Haar im Winde weht, dass du mit den anderen Mädchen am Brunnen lachtest, deine Träume und Wünsche erzähltest und dass deine dunklen Augen heimlich den Jungen des Dorfes folgten. Du wurdest mit Josef verlobt. Ob du glücklich warst, wissen wir nicht. Doch du maltest dir sicher dein Leben aus wie bei anderen. Die Hochzeit, das Einssein mit Josef, Kinder, Arbeit, Nachbarn, Feste. Alles im Glauben an Jahweh geregelt. Doch er klopfte plötzlich an. Du ließest ihn ein und alles hat sich geändert. Ich stelle mir vor, Maria, dass dir oft elend war nach dem Jahr, dass du es am liebsten zurückgeholt hättest, auch später, als keiner mehr über eure Voreile klatschte. Auch dann, als Jesus erwachsen wurde, dass du durchgehalten hast, Maria, ich staune. Wenn ich dich so vor mir sehe, Maria, als Mensch, der sein Jahr immer mühsam erneuern muss, hast du mir vieles zu sagen. Ich grüße dich, Maria, Mädchen aus Nazareth, und deinen Sohn Jesus. Ich grüße dich, Mutter Gottes.
Ein Wort an dich. Stell dir ein Flugzeug vor oder ein Schiff, das zwar mit den besten Funkgeräten ausgestattet ist, aber die Wellenlänge der Radarstation nicht kennt, von der es aus per Funk durch Nacht, Nebel und Sturm geleitet werden könnte. Seine Fahrt muss früher oder später in einer Katastrophe enden. So ist es auch mit dem Menschen, mag der auch körperlich noch so tüchtig und geistig noch so begabt sein. Er ist in den Stürmen dieses Erdenlebens, in dem Nebel der Orientierungslosigkeit, in der Nacht der scheinbaren Sinnlosigkeit, genauso hoffnungslos verloren, wenn er die Wellenlänge Gottes nicht kennt oder nicht findet, um dort Kontakt aufzunehmen, wo er Weisung für sein Leben erhalten kann. Aufgrund jahrhundertealter Erfahrung derer aber, die an Christus glauben, die die Not des Lebens erlebt, durchstanden und überwunden haben, wissen wir allerdings, dass Maria die Wellenlänge Gottes am besten kennt. Ja, dass sie sozusagen selbst die Wellenlänge Gottes ist. Sie hat Christus, das Wort Gottes, am besten empfangen, hat es der Menschheit vernehmbar gemacht und weitergeschenkt. Auch du darfst und willst nun die Wellenlänge Gottes kennenlernen, willst stets zu Gott hin empfangbereit sein, wie Maria. Nun mache du selbst deine Erfahrungen. Hab Vertrauen, auch wenn du vielleicht nicht gleich einen Erfolg erlebst, wie du ihn dir vorstellst. Maria wird dir nicht nur den Weg zu Gott hin deutlich zeigen, sondern dir auch helfen, diesen Weg beharrlich zu gehen. Mit ihrer Hilfe wirst du sicher den rettenden Hafen, das ewige und selige Leben in Gott erreichen.